An der Wienburgstraße hat die Künstlerin Sarah Schroth ihr Atelier. Die Künstlerin hat sich die meisten ihrer heutigen Fähigkeiten und Stile autodidaktisch angeeignet. Wie sie das gemacht hat, erfahren wir im Gespräch. Ja, autodidaktisch schon, dass ich auch Kurse belegt habe, verschiedene Sommerakademien. Und aber eigentlich im Alltäglichen der Schwerpunkt lag, dass ich immer gezeichnet habe. Künstlerinnen, die mich fasziniert haben, versucht habe früher zu kopieren. Mittlerweile ist so ein eigener Stil auch entstanden über all die Jahre. Den habe ich mir tatsächlich ganz eigen erarbeitet. Hauptberuflich ist Sarah Schroth Hebamme. Uns hat interessiert, wie sie es schafft, neben dem Beruf als Künstlerin tätig zu sein. Mit kurzen Nächten. Also mittlerweile sind die Kinder ein bisschen größer, sodass mir auch wieder mehr Freiraum bleibt. Aber es ist eigentlich eine lange Zeit so gewesen, dass ich tagsüber gearbeitet habe und dann, wenn andere Leute Fernsehen geguckt haben, angefangen habe, mich vor die Staffelei zu stellen. Und wenn es mich dann packt, dann sind die Nächte halt auch wirklich kurz gewesen, ja.